Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister Scharping kämpft weiter um sein Amt. Nachdrücklich setzte er sich heute erneut gegen Vorwürfe zur Wehr. Er habe die Flugbereitschaft der Bundeswehr für Privatzwecke in Anspruch genommen. Für die Sitzung des Verteidigungsausschusses am kommenden Montag kündigte er detaillierte Aufklärung an. Während neue Vorwürfe bekannt wurden, nahm Bundeskanzler Schröder Scharping erneut in Schutz. Er habe keinen Grund, an den Worten des Ministers zu zweifeln. Protest gegen den Bundeswehreinsatz in Mazedonien, Bremen vor einer Stunde. Die Kritik gilt hier nicht Scharpings Flugaffäre, aber er kann sie auch nicht abstreifen. Während seiner Reise ständig neue Meldungen über neue Flüge. Sein Rücktritt für viele nur noch eine Frage der Zeit. Scheinbar aber nicht für den Kanzler. Der bekannte sich heute deutlich zu seinem Minister. Ich habe nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass da etwas im Dunkeln bleiben könnte. Es sei denn, es haben Leute Interesse daran, immer wieder ihn mit Vorwürfen zu überziehen, die nicht haltbar sind. Ich denke, das wird nach dem Montag, nachdem er vor dem Ausschuss seine Sicht dargetan hat, auch aufhören. Rudolf Scharping soll vor dem Verteidigungsausschuss Rechenschaft ablegen über seine Nutzung der Flugbereitschaft. Rund 50 Mal soll er zwischen Berlin und Frankfurt geflogen sein. In 2 Wochen gleich mehrmals. Das behauptet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich auf Fluglisten, die ihr vorliegen. Scharping weiß das von sich. Mir ist unterstellt worden, ich sei mit der Flugbereitschaft 3-mal die Woche nach Frankfurt geflogen. Das ist nichts als eine Verleumdung. Mir ist unterstellt worden, ich hätte Termine fingiert. Das ist nichts als eine Verleumdung. Scharping-Sprecher musste den Minister heute vor Berliner Journalisten ausgiebig verteidigen. Scholin verwies auf dessen hohe Sicherheitsstufe. Sie rechtfertige auch Flüge in Scharpings Wahlkreis Montabaur, der nahegelegene Flughafen Frankfurt. Der dienstliche Anlass ist ja definiert. Und eine der Definitionen ist der Dienstort und Wahlkreis. Und so wird es praktiziert. Ob das am Montag hier im Reichstag den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses ausreichen wird? Die Opposition jedenfalls fordert lückenlose und schriftliche Aufklärung und hat heute ihre Forderung nach Scharpings Rücktritt noch einmal bekräftigt. In Mazedonien hatte Scharping heute die deutsche NATO-Truppe besucht. Der Einsatz der Soldaten steht kurz bevor. In den nächsten Tagen sollen sie sich daran beteiligen, die Waffen der albanischen Rebellen einzusammeln. Eine Garantie für den fristgerechten Abschluss des Einsatzes könne es nicht geben, sagte Scharping. Eine deutliche Verlängerung der Mission schloss er aber aus. Einschweben unter schlechtem Vorzeichen. Die Visite Scharpings, ein Abschiedsbesuch. Nur über Mazedonien wollte der angeschlagene Minister sprechen. Doch die Flugaffäre hatte er im Reisegepäck. Und der Versuch, sie hier auszublenden, musste fehlschlagen. Zumal er wenig Neues zum Thema Mazedonien zu sagen hatte. Was kommt nach der 30-Tage-Mission der NATO? Was spricht für oder gegen ein EU-Mandat? Zusätzliche EU- und OSZE-Beobachter brauchen Schutz. Doch ob und wie die NATO das leisten könnte, Scharping wollte dazu heute noch nicht den großen Ideenwurf landen. Vielleicht war er ja doch nicht so ganz bei der Sache. Allzu lax seine Beschreibungen der Sicherheitssituation. Gestern hatte es wieder Schießereien gegeben. Es waren keine Auseinandersetzungen und kein gegenseitiges Beschießen, sondern es waren, so Schießereien, die manchmal auf dem Balkan eben auch vorkommen. Aber das ist hier eine sehr nervöse Situation, unverändert. Zur gleichen Zeit marschiert die UÇK brav zur Waffenabgabe. Phase 2 der Sammelaktion hat begonnen. Die Rebellen präsentieren sich wieder als die guten Jungs. 1000 weitere Waffen übergeben ist für sie ein Klacks. Die NATO möchte zwar als neutraler Mittler auftreten, doch ob sie will oder nicht, Bilder wie diese machen Werbung für eine Seite. Und so empfinden denn auch die meisten Nicht-Albaner die Sammelaktion als Farce. Friedliche Demonstration vor dem Parlament, Einsammeln von Pappmaché-Waffen. Die NATO, der Westen, ist noch weit davon entfernt, das Vertrauen dieser Menschen zu besitzen. Bundeskanzler Schröder geht fest von einer Regierungsmehrheit aus, sollte der Bundestag über eine Verlängerung des Mazedonien-Einsatzes entscheiden müssen. Mit Blick auf die SPD-Abweichler bei der jüngsten Mazedonien-Abstimmung sagte er, niemand wolle die Freiheit des Gewissens antasten.
Dagegen stehe jedoch die Handlungsfähigkeit der Regierung und die müsse gewährleistet sein, zumal wenn sich die Opposition diesmal verweigere. Schröder äußerte sich in einem Interview mit dem Ersten Deutschen Fernsehen, das in der Hamburger Airbus-Werft aufgezeichnet wurde. Scharpings Flugfreude ist nicht das einzige Problem des Kanzlers. Ein Jahr vor der Bundestagswahl ist die Regierung Schröder in Turbulenzen. Konjunkturflaute, Arbeitsmarkt, die bevorstehende Haushaltsdebatte und dann verweigerten ihm auch noch 19 Abgeordnete der eigenen Fraktion bei der Mazedonien-Abstimmung die Gefolgschaft. Im ARD-Interview findet der Kanzler deutliche Worte. Die Regel muss sein, dass die Abgeordneten wissen, dass sie ja eine Regierung gewählt haben. Nämlich die Abgeordneten der Koalition, der Mehrheit im Parlament. Und dass sie diese Regierung zwar kontrollieren sollen, sie aber stützen müssen. Vor rund 6.000 Airbus-Mitarbeitern lobt der Kanzler das europäische Flugzeugprojekt als herausragendes Beispiel für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zufrieden mit der Arbeitsmarktentwicklung im Land ist er nicht, aber er verteidigt seine Politik der ruhigen Hand. Insbesondere angesichts ständig neuer Konjunkturprognosen und Forderungen macht dies oder jenes. In dieser Situation kommt es, wie ich finde, auf Verlässlichkeit der Politik und auf Stetigkeit an. Das habe ich ausdrücken wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer so hektischen Situation es falsch sein soll, verlässlich und stetig zu sein. Am Abend dann Heimspiel für den Kanzler, Schlusskundgebung Kommunalwahlkampf Niedersachsen. Gerhard Schröder hofft auf bessere Konjunkturdaten und setzt weiter auf das Bündnis für Arbeit. So sollen dann die momentanen Turbulenzen seiner Regierung überwunden werden. Das ganze Interview mit Bundeskanzler Schröder zu den aktuellen politischen Fragen heute Abend im Bericht aus Berlin um 22.15 Uhr. In der Koalition schwelt der Streit um das Zuwanderungsgesetz weiter. Auch eine Runde bei Bundeskanzler Schröder brachte vergangene Nacht keine Annäherung. Die Grünen beharren darauf, dass der Entwurf von Innenminister Schily nachgebessert werden müsse, so etwa beim Familiennachzug. Der Minister allerdings ist zu Zugeständnissen nur bereit, wenn diese einen breiten Konsens auch mit der Union nicht gefährden. Otto Schily warb heute mit vielen Argumenten für seinen Entwurf, nachdem er letzte Nacht noch den Koalitionspartner mit strengen Worten gerügt hatte. In der Sache blieb er hart, manche Kritik sei schlichtweg falsch. Beispiel: Der Status von bislang nur geduldeten Flüchtlingen werde nicht verschlechtert, sondern verbessert. Bei anderem, wie beim Nachzugsalter für Kinder, müssten die Grünen einsehen, dass er eben auch mit der Union den Kompromiss suche. Jeder soll beurteilen, wie ist es vorher, wie ist es nachher. Ist es vorher besser? Und diejenigen, die jetzt das Vorhaben nicht wollen, müssen dann verantworten, dass der Zustand so bleibt, wie er jetzt ist, mit allen Facetten. Das ist eine Frage, die ich richte an die Grünen, also eine Frage, die ich richte an die Union. Nicht gerade in Hochstimmung heute die Grünen. Doch sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, auf Expertenebene noch Verbesserungen für Flüchtlinge zu erreichen. Und keine Rede von drohendem Koalitionsbruch. Streit in Koalitionen sei doch normal. Wir haben jetzt unterschiedliche Meinungen in einer Sache, im Ausländerbereich, im Bereich Flüchtlinge und hier lebende Ausländer. Und das muss man klären. Wir werden versuchen, das zu klären. Wir sind gesprächsbereit, wir sind kompromissbereit. Aber völlig klar, eine Modernisierung des Einwanderungsrechts kann nicht zu neuen humanitären Härten für die hier lebenden Flüchtlinge und Ausländer führen. Immerhin, Otto Schilys Zeitplan haben die Grünen jetzt akzeptiert. Auch sie wollen, dass der Gesetzentwurf schon am 26. September ins Kabinett geht. Den in Afghanistan angeklagten westlichen Entwicklungshelfern soll es den Umständen entsprechend gut gehen, so das Auswärtige Amt in Berlin. Die Inhaftierten seien bei guter Gesundheit und würden Lebensmittel und Briefe erhalten. Die 8 Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shelter Now, unter ihnen 4 Deutsche, müssen sich wegen angeblicher christlicher Missionierung vor Gericht in Kabul verantworten. Die Diplomaten vor Ort bemühen sich darum, dass die Angeklagten von Anwälten vertreten werden. In Belfast haben mehr als 1000 nordirische Protestanten an einem Trauermarsch für einen Jugendlichen teilgenommen. Der 16-Jährige war am Dienstag von einer Katholikin überfahren worden. Gegen die Frau wird wegen Mordes ermittelt. Auch heute haben Protestanten ihre Aktion gegen katholische Grundschülerinnen fortgesetzt. Schweigend säumten die Anwohner den Schulweg der Mädchen, der durch ein protestantisches Wohnviertel führt. Anfang der Woche waren die Kinder mit Steinen und Flaschen beworfen worden.
In den USA ist die Arbeitslosigkeit nach der anhaltenden Entlassungsserie weiter angestiegen. Im August kletterte die Quote unerwartet stark von 4,5% im Vormonat auf 4,9%. Damit ist der höchste Stand seit 4 Jahren erreicht, so das Arbeitsministerium in Washington. Seit Juli vergangenen Jahres sollen in den US-Fabriken insgesamt etwa 1 Million Arbeitsplätze verloren gegangen sein. Die Entwicklung setzte sich in diesem August fort. Vor allem das produzierende Gewerbe hat enttäuscht 114.000 Stellen abgebaut. Moderne Fabriken brauchen immer weniger Arbeiter und die Verkaufszahlen sinken. Die Hightech-Industrie versagt als Jobmaschine. Bei Software- und Internetfirmen haben sich Erwartungen nicht erfüllt. Die Pleiten der letzten Monate drücken auf den Konsum, obwohl in Silicon Valley immer noch fast Vollbeschäftigung herrscht. We took action. Der Präsident lehnt die Verantwortung ab. Der Abschwung hat vor 1 Jahr begonnen. Wir haben das Problem erkannt und etwas für die Lösung getan. Aber die $300 Steuerrabatt pro Person, mit denen Bush die Wirtschaft ankurbeln wollte, nützen denjenigen nichts, die mit immer weniger Erfolg um neue Jobs vorsprechen. Wir werden auf über 5% Arbeitslosigkeit kommen, sagt der Experte. Das liegt vor allem an unseren Freunden im Ausland, die mit ihren eigenen Problemen nicht genug von uns kaufen. Vom Notenbankpräsidenten wird nun erwartet, dass er die Leitzinsen noch einmal senkt. Verglichen mit Deutschland sind 4,9% Arbeitslosigkeit immer noch ein sehr guter Wert. Und manche hier glauben unverdrossen weiter an den nahen Aufschwung. Aber darauf, dass die US-Wirtschaft zum Beispiel die deutsche Konjunktur aus der Talsohle zieht, kann man sich immer weniger verlassen. Japan, die zweitstärkste Wirtschaftsnation der Welt, steht möglicherweise erneut vor einer Rezession. Nach Angaben der Regierung in Tokio ist die Wirtschaft im zweiten Quartal des Jahres um 0,8% geschrumpft. Experten rechnen in diesem Vierteljahr mit einem weiteren Rückgang. Das wäre die 4. Rezession in 10 Jahren. Ministerpräsident Koizumi kündigte einen Nachtragshaushalt an. Am deutschen Aktienmarkt ging heute die Talfahrt weiter. Der DAX notierte kurz vor Handelsschluss mit 4.732 Punkten, der NEMAX 50 mit 928. Zwischenzeitlich war der Index auf den tiefsten Stand seiner Geschichte gefallen. Der Kurs des Euro dagegen legte deutlich zu. Neuer Vorstandsvorsitzender des Autokonzerns VW wird Bernd Pischetz-Rieder. Er wurde heute in Dresden vom Aufsichtsrat einstimmig zum Nachfolger von Ferdinand Piëch gewählt. Im April nächsten Jahres tritt der 53-Jährige sein Amt an. Vor knapp 1 Jahr war Pischetz-Rieder zu VW gewechselt. Bei BMW hatte er den Vorstandsvorsitz aufgeben müssen, nachdem die Übernahme der britischen Marke Rover hohe Verluste gemacht hatte. Für den hochverschuldeten Haushaltsgerätehersteller Moulinex Brandt ist heute in Paris ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Prüfungsfrist für eine mögliche Sanierung des französisch-italienischen Unternehmens hat das Gericht auf 6 Monate festgesetzt. Etwa 20.000 Arbeitnehmer wären von einem Konkurs betroffen. Ende vergangenen Jahres hatte die Moulinex Brandt-Gruppe etwa 766 Millionen Euro Schulden. Der Moulinex-Chef hofft jetzt, einen Käufer für das Unternehmen zu finden. Frankfurt am Main wird künftig von einem Vier-Parteien-Bündnis regiert. 5 Monate nach der Kommunalwahl haben sich CDU, SPD, Grüne und FDP in der Nacht nach zähen Verhandlungen auf eine Zusammenarbeit im Römer verständigt. Die beiden großen Parteien entsenden jeweils 3 hauptamtliche Stadträte in den Magistrat, die kleinen jeweils 1. Im Streit um die Wahl eines Republikaners hatten die Grünen im Juni eine Koalition mit CDU und FDP platzen lassen. Rekordversuch. Etwa 1 Million britischer Kinder hat versucht, durch Simultanhüpfen ein Erdbeben auszulösen. Am Vormittag wurde dafür in rund 3.500 Schulen im ganzen Land der Unterricht unterbrochen. Wissenschaftler hatten gehofft, mit dem Sprung einen Ausschlag auf der Richterskala auszulösen. Ob der Giant Jump geglückt ist, werden die Forscher aber erst in etwa 2 Wochen mit Sicherheit sagen können. Der Hüpfversuch war der Auftakt zum Wissenschaftsjahr in Großbritannien. Es soll das Interesse vor allem an den Naturwissenschaften fördern. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 8. September. Das Tief über Schottland erreicht bis morgen Mittag die Ostsee, sozusagen in Windeseile. Seine Energie reicht, um uns das gesamte Wochenende fast pausenlos mit Regenwolken einzudecken. Und vor allem morgen mit Windböen.
Heute Nacht regnet es im gesamten Land. Auch der Samstag startet mit vielen Wolken und Regen. Erst im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken über dem norddeutschen Tiefland auf. Nördlich der Elbe geht der Regen in Schauer über. Südlich der Mittelgebirge Dauerregen bis zum Abend. Vorsicht, morgen können sich immer wieder stürmische Böen und Sturmböen entwickeln. Ansonsten weht der Wind mäßig bis stark aus westlichen Richtungen. Heute Nacht liegen die Werte zwischen 14 und 10 Grad, an den Alpen nur 7 Grad. Am Tag südlich der Donau 12 bis 14 Grad, ansonsten bis 16. Die Aussichten. Im Laufe des Sonntags klingt der Regen zunächst etwas ab, bevor von der Nordsee wieder neue Wolken ankommen. Am Montag sind Lücken in der Wolkendecke die absolute Ausnahme, nur am Alpenrand bleibt es trocken. Am Dienstag fällt südlich des Mains Regen.